ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute auf meinem schwedischen Account Mira Oldway. Da habe ich letztens ein Pferd gekauft und zwar diesen wunderschönen Friese Generation 2, der uns auch bald im Spiel verlassen wird. Und ich muss sagen, ich feiere das Outfit immer mehr, umso mehr ich es sehe. Heute möchte ich euch mal zeigen, was hier auf dem Account so abgeht. Und zwar zeige ich euch alle meine Pferde auf dem Account Mira Oldway. Ich habe da tatsächlich sehr viele ungelevelte Pferde und die haben alle irgendwie besondere Hintergründe. Es ist relativ cool und ich würde sagen, wir machen aus der Folge noch ein bisschen was Besonderes. Und zwar spielen wir so ein bisschen Pferde-Bingo. Und zwar macht doch einfach in den Kommentaren mit, wenn ihr 4 Pferde genau gleich habt oder sie genau gleich heißen wie euer Pferd, das ihr im Stall habt, dann habt ihr ein Bingo. Und in diesem Sinne starten wir jetzt und gehen in den Heimatstall. Let's go! Wir sind jetzt auf dem Weg in den Heimatstall, also wir betreten den Heimatstall. Das ist unsere Box. Ich weiß, sie sieht sehr speziell aus, aber naja. Wir machen das jetzt einfach mal trotzdem. Wir sortieren die Pferde, die Dekoration kommt weg. Und dann nochmal zum Verständnis. Also bei den ganzen Pferden, die ich euch zeige, wenn ihr ein Pferd habt, das das gleiche ist, also von der Farbe und Rasse, oder das gleich heißt, also einen gleichen Namen hat wie euers, dann habt ihr quasi 1 von 4, ne? Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Und schreibt dann gerne in die Kommentare, ob einer von euch 4 ähnliche Pferde hat, sagen wir mal so. So, zuallererst würde ich sagen, sortieren wir mal ganz kurz die guten Dinger hier. Sie sind schon halbwegs sortiert, oder? Kann man sie noch mehr sortieren? Sortieren nach... Ja, das bringt jetzt hier leider eher wenig. Das bringt jetzt echt eher wenig. Egal. So, ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal an mit diesem Pferd hier. Mindfall. Und starten rein in das Video. Alle meine Pferde auf meinem schwedischen Account. So, ihr Lieben, genau. Das hier ist Mindfall. Und das ist ein Friese Generation 2. Den habe ich erst letztens gekauft, weil die Friesen Generation 2 ja weggehen. Also sie werden aus dem Spiel genommen irgendwann im September. Und deshalb sollte unbedingt nochmal eine Farbe einziehen. Und das ist jetzt eben diese hier gewesen, weil ich die anderen Farben alle schon habe. Und ich finde, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Wir machen direkt weiter mit Color Crush. Den Namen könnt ihr euch, glaube ich, denken. Ich meine, schaut euch dieses Pferd an. Das ist einfach mega cool in der Verfärbung. Und wie ihr hier seht, ist es ein wunderbarer Trakehner. Ich liebe die Trakehner. Sie sehen einfach top aus. Also ich mag sie richtig, richtig gerne. Und bedauerlicherweise ist das Pferd trotzdem erst Level 1, weil ich es halt einfach nie wirklich geritten bin. Aber es ist an sich ein mega hübsches Pferd. Ich kann es nur empfehlen. Und es hat so ein bisschen den Touch von den alten Pferden, auch so ein bisschen Anfi-Vibes. Aber ja, ist halt einfach nicht so viel im Gebrauch. Kommen wir jetzt zu Mini Hope. Mini Hope ist, glaube ich, das erste Pferd, was ich hier in dem Spiel hatte. Oder beziehungsweise das erste Pony. Ihr seht, Mini Hope ist auf Level 6. Das ist sogar ziemlich gut für diesen Account hier. Und ja, es ist eben ein jorvikisches Starter-Pony, wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt. Mini Hope, ich glaube, der Name ist auch relativ verständlich. Habe ich einfach genommen, weil das irgendwie gepasst hat. Und ich habe dieses Pferd auf einigen Accounts, weil es ist meiner Meinung nach irgendwie das süßeste Pony, das es gibt. Und von daher ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass es immer dabei ist. Hier haben wir Onyx. Onyx habe ich auf dem Account gekauft, weil ich auf den anderen keine Starcoins hatte. Und das ist, wie ihr hier seht, ein Ardenner. Und ich wollte unbedingt diese Pferderasse mal ausprobieren. Ist eine mega coole Pferderasse. Reite ich viel zu selten. Finde ich eigentlich mega schön. Und ich weiß nicht. Ich finde Kaltblüter allgemein sehr anmutig in SSO. Auch wenn ich in Real Life eher so der Warmbluttyp bin, steht es auf jeden Fall sehr gut da. Und das Pferd ist auf Level 2, damit ich die Gangarten zeigen konnte. Bin ich ansonsten trotzdem kaum bis gar nicht geritten. Nein. Kommen wir zum nächsten Pferd, das ist Pearl, wie ihr hier sehen könnt. Pearl ist theoretisch eins meiner Lieblingspferde hier, aber ihr werdet gleich sehen, es ist auch nur Level 2. Theoretisch ist es so ein schönes Pferd, oh mein Gott, das ist ein belgisches Warmblut. Ich liebe diese Pferderasse. Und Pearl auch relativ easy, wieso der Name so ist. Ich finde Schimmel allgemein sehr schön, fand ich früher nicht, aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt nochmal ein Pferd holen würde, würde ich mir einen Apfelschimmel holen, der hoffentlich ganz lange Apfelschimmel bleibt.
Ja, und auch mit braunem Set. Also ich bin da ein bisschen into it irgendwie. Ich finde es mega schön. Ich kann das Pferd nur empfehlen und die will ich auf jeden Fall jetzt öfter wieder mitnehmen. Jetzt kommen wir mal zu einem Araber. Das ist Midnight. Ich glaube, habe ich beim Sale gekauft, als Bazaar war. Midnight ist so ein schöner Araber. Er erinnert mich extrem an ein Pferd aus dem Real Life. Und Midnight ist, glaube ich, ja relativ selbsterklärend, wieso der so heißt. Ich finde die Araber allgemein extrem schön und anmutig in SSO, auch wenn ich in echt nicht so ein Fan bin von Arabern. Und ja, leider auch erst Level 1. Sollte ich öfter reiten, ist ein sehr schönes Pferd. Habe ich aber, ja, einfach im Sale gekauft. Oh Gott, wir müssen die, glaube ich, echt alle mal mit rausnehmen. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt wird's spannend. Das hier ist nämlich Darko. Darko ist mein absolutes Lieblingspferd auf dem Account hier. Und ich habe mir echt überlegt, den auf anderen Accounts noch zu kaufen. Weil, oh mein Gott, was ist das für eine geile Farbe. Ich lieb's. Auch ein Traumpferd für mich im Real Life. Ich habe ja einen Raphael, aber ich liebe das einfach. Okay. Das Pferd ist auch als Level 2. Darko. Eben ein KWPN. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen. Top-Pferd, Top-Pferderasse. Mega Farbe. Ich kann es jedem empfehlen. Ich liebe dieses Pferd einfach. Also wirklich, es ist ein Traum. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Will ich auch öfter mitnehmen. Nehme ich auch oft mit, level ich nur einfach nicht. So, okay. Gehen wir doch direkt mal hier weitermachen. Hier sind wir bei Willow angelangt. Willow habe ich auch vor kurzem erst auf diesem Account gekauft. Ihr seht, das ist ein Self-Rosé. Und auch erst Level 2, damit ich die Gangarten zeigen konnte. Erinnert mich ganz stark auch an ein Pferd aus dem Real Life. Die Self-Rosés sind auch einer meiner Lieblingspferde. Einfach schon von der Positur, das, was ich mir so wünsche. Gangarten sind semi-gut, aber an sich ganz, ganz tolles Pferd. Tolle Pferderasse hat SSO echt gut hinbekommen an sich. Und kann ich auch nur empfehlen. Ihr wisst, Schimmel und ich, es ist schon ein Träumchen. Wir machen direkt weiter. Und zwar hier, da haben wir nämlich Blind Spot. Blind Spot ist hier auch noch ausgerüstet. Sehr ähnlich wie hier vorne. Und ist auf Level 2. Aber tolle Farbe. Also ich liebe dunkelbraune allgemein hier mit schwarzer Mähne. Es ist ein Dream. Sollte ich auch öfter reiten. Ist mega schön. Ich liebe die Farbe. Ich kann es jedem empfehlen. Und es ist so ein bisschen, die zwei sind für mich so ein bisschen, ja, einfach sehr ähnlich und trotzdem mega schön. Nochmal ein belgisches Warmblut haben wir hier, und zwar Big Chance. Habe ich auch in einem Video gekauft. Das erinnert mich irgendwie an so ein Springpferd, das ich mal bei den, German Masters oder irgendwo anders, auf irgendeinem großen Pferdeevent, wo ich irgendwann mal war, habe ich das gesehen. Ein Pferd, das ungefähr so aussah, und dann wollte ich das irgendwie, ja, so ein bisschen in SSO integrieren. Ist leider Level 1, belgisches Warmblut. Trotzdem mega schön, tolle Farbe. Super schönes Pferd. Sollte ich auch öfter mitnehmen. So wie irgendwie gehört jedes Pferd. Oh nee, das war tatsächlich mein erstes Pony. Das ist Dash, wie ihr hier sehen könnt. Sehr lustig, sehr süß. Auch auf Level 1. Okay, doch nicht mein erstes Pony. Es ist auf jeden Fall auf Level 1. Hat hier diesen Blumenkranz auf. Jovikische Starter-Pony. Was soll ich euch sagen? Ich habe keine Ahnung, wieso ich dieses Pony hier habe. Ich weiß es nicht. Aber es ist süß. Kommen wir jetzt zu Snowflake. Da gibt es eine bisschen bessere Geschichte auch. Snowflake, ich glaube, der Name ist relativ verständlich. Dieses Pferd ist auf Level 10, aber auch nur, weil man es nur in der App bekommen hat. Es war mein erstes krasses Pferd hier auf dem Account. Und ich liebe es. Ich liebe ja Isländer in SSO, auch wenn ich in Real Life, weiß ich nicht, ich finde sie ein bisschen klein. Also ich fühle mich zu groß für Isländer irgendwie. Aber super süß. Also die Easies in SSO sind ein Träumchen. Und dadurch, dass ich das Pferd durch die App bekommen habe, ist es halt auch einfach schon Level 10, was mir sehr viel Zeit erspart hat. Also eins meiner besten Pferde hier im Stall, was das Level betrifft. Und jetzt geht's zur nächsten Runde. So, weiter geht's mit meinem Anfangspferd. Das ist Silent Soul. Und ganz im Motto von diesem Account haben wir hier auch ein, ja, relativ dunkelbraunes Pferd. Ja, ist es dunkelbraun? Ich kann es nicht ganz sagen. Mit schwarzer Mähne. Das ist irgendwie hier mein Nonplusultra. Das ist mein brauner Account irgendwie so von der Pferdefarbe her.
Und von daher habe ich mich auch da dazu wieder entschieden. Wie ihr hier sehen könnt, ist Silent Soul leider erst auf Level 5. Fast auf Level 6. Also es ist besser als nichts. Und ja, das Anfi ist mega schön. Ich liebe es. Ich liebe allgemein die Anfi-Pferdemodelle. Dann kommen wir hier zu Magic Cloud. Das ist tatsächlich eins der einzigen Urpferde, die ich mir gekauft habe. Ich finde es traumhaft. Ich liebe es ja einfach. Wow. Und vor allem wisst ihr, was ich auch liebe? Die unverwandelte Form von dem Ganzen. Und das ist die hier. Das ist nämlich auch ein Träumchen. Schaut euch das mal an. Magic Cloud. Also man sieht, es ist sehr belgische, warmblutmäßig lastig. Nee, warte, das ist ein KWPN. Sorry, es ist ein KWPN. Es ist... Oh, ich liebe es. Es erinnert mich ganz stark an Rain, hier mit den blauen Augen. Leider eben auch auf Level 4. Oh, okay, das ist sogar besser, als was ich so erwartet habe. Muss ich auch öfter mitnehmen, muss ich eine Kurzgeschichte mitdrehen. Hat eine ganz, ganz tolle, tolle Farbe. Und jetzt kommen wir auch zu einem meiner Lieblingspferde hier. Nochmal. Und zwar Foxy. Foxy ist natürlich mal wieder ein belgisches Warmblut. Liebe die belgischen Warmblüter. Und da habe ich mir ein ganz tolles Set so gekauft. Vielleicht habe ich da noch irgendwas am Start gerade. Nee, ist gerade nicht da. Auf jeden Fall in dieser Farbe hier habe ich mir ein komplettes Set gekauft. Und das Pferd ist, oh, es ist einfach so schön. Trotz allem haben wir hier auch erst Level 1, obwohl ich das Pferd viel mitgenommen habe, so auf Videos. Oder Fotoshootings oder was auch immer. Ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist extrem cute. Es ist, aua. Ich lebe irgendwie so ein bisschen da dran. Ist extrem cute. Und ja, Foxy, glaube ich, muss ich euch nicht erklären, wieso das so heißt. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Pferd. Das ist Popcorn. Popcorn ist auch mal wieder ein KWPN. Und ich habe das, weil das, glaube ich, das letzte KWPN ist, was ich nicht habe. Also ich habe auf all meinen Accounts jedes KWPN und jedes belgische Warmblut, weil ich die Rassen einfach so schön finde. Und auch das hier, das erinnert mich so ein bisschen an den Vater von meinem Pferd, der sieht ähnlich aus. Aber super schöne Scheckung, ich liebe allgemein die Körperform von den KWPNs. Leider, Popcorn, der Name, fragt mich nicht, wie sie entstanden ist. Es hat halt irgendwie in dem Moment gepasst, ist auch erst Level 2. Muss ich, wie alle anderen, auch öfter mal mitnehmen. Naja, das waren meine Pferde. Letzte Frage an euch, wie viele Pferde habe ich? Hat jemand von euch mitgezählt? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mitgezählt habt, wenn ihr wisst, wie viele Pferde ich habe. Bin gespannt und ansonsten spult gerne mal zurück. Das waren alle meine Pferde auf dem Account hier. Und ich muss sagen, die sind alle viel zu wenig gelevelt. Ich habe kein einziges ausgeleveltes Pferd. Ja, und die sind halt alle irgendwie total unbenutzt. Ich will öfter auf den Account kommen, einfach, dass ich öfter mal diese Pferde hier benutzen kann, weil sie sind eigentlich alle richtig cool und ach, das tut ja schon fast im Herzen weh, wenn man die nicht auch mal aus der Box holt. Dementsprechend freue ich mich auf eure Kommentare und kann sonst nur sagen, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.